in diesem Auto hier rechts jetzt neben mir. Da seht ihr erstmal nichts. Gerade, wo es gestanden hat, ist da einfach ein Hund eingestiegen. Das heißt, wir kontrollieren jetzt einen Hund, der unsichtbar am Steuer ist. Wir gehen erstmal ganz langsam vor. Der macht aber hier auch Kurven, ne? Den halten wir jetzt mal an, okay. WTF! Was? So, ich habe jetzt die Aufnahme mal random gestartet. Ich habe gerade ein bisschen offline gezockt und ihr glaubt mir nicht, was hier gerade passiert ist. Ich muss jetzt sofort ein Auto anhalten, wenn ich dieses Auto jetzt in... Oh Gott, da fährt's. In diesem Auto hier rechts jetzt neben mir. Da seht ihr erstmal nichts. Gerade, wo es gestanden hat, ist da einfach ein Hund eingestiegen. Das heißt, wir kontrollieren jetzt einen Hund, der unsichtbar am Steuer ist. Moment, wie sieht das aus, wenn ich den rausziehe? Da ist er! Junge! Ja, aber echt, what the fuck, Moment mal. Alles klar. Okay, wir müssen hier das erstmal kurz die Profis holen. Bitte überfahren Sie hier. Bitte tun Sie dem Hund nicht weh. So, wo sind die Profis dafür? Wie kann ein Hund bitte in ein Auto einsteigen und dann noch wegfahren? So. Okay, hier sind die Profis. Dann kümmern Sie sich mal darum. WTF? Wie passiert sowas? Der Hund liegt da. Was? Der ist tot, aber ich habe ihn nicht erschossen. Handfeuerwaffe. Kann überhaupt nicht sein, aber mir ist immer noch ein Rätsel. Wie kann er eigentlich ins Auto einsteigen und damit wegfahren? Also sowas. Also. Das ist echt sehr merkwürdig. Das ist ja mehr als merkwürdig. Aber wenn wir gleich schon mal bei einer Aufnahme sind, dann würde ich sagen, einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich bin auf dem Weg zum nächsten Einsatz. Wir haben eine unbekannte Ruhestörung. Und hier vorne ist es auch schon. So, okay, steht. Das verstehe ich jetzt nicht. Hier ist niemand. Dispatch, we have a visual. 1, Adam 12. Roger that. Okay. Hier ist nichts soweit. Ich sehe. Ich sehe hier auch niemanden. Also ich park mal kurz hier ein. So. Und dann schauen wir mal hier unten. Einen Moment, ich muss hier mal vorbei. Hier ist gar nichts. Hier ist niemand. Ich glaube, hier hat sich jemand einen Scherz erlaubt. Einen Scherzanruf gemacht. Also wenn das wirklich ein Scherzanruf sein sollte, werden wir den erstmal zurückverfolgen. Dann starten wir den im Besuch ab. Hier ist nichts. Sie verarschen uns doch. Also mal echt. Ne? Das können wir erstmal beenden. Hier scheint nichts zu sein. Okay, wir haben ein Psycho hier mit einer Waffe. Okay, dort müssen wir erstmal mit Sirene hin. Okay, er bewegt sich nicht. Wir rufen schon mal ein SWAT-Team. Okay, ich habe ihn gesehen. Wir lassen erstmal schon mal die Straße hier absperren. Okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal ganz langsam vor.
Okay, sie wollte gerade schießen, Schön auf den Boden legen. Legen Sie sich auf den Boden. Sie sollen die Waffe weglegen. Legen Sie die Waffe weg. Okay, wir brauchen einen Krankenwagen. Da ist auch jemand. Schön Hände hochnehmen. Ja. Sie sind klüger als ihre Kollegen. So, und dann nehmen wir sie erstmal fest. Und sie bekommen dann erstmal von mir einen Transporter hier zur Verfügung gestellt. Zu viele Köpfe hier. So. Dort kommen dann die Herrschaft, die sie abtransportieren werden. So, wie sieht's hier aus? Ja, latschen sie erstmal schön im Blut rum. Die wird schon wissen, was macht sie. Okay. Die haben immer so einen Hall. Verstehe ich nicht, aber okay. So, wie sieht's mit der Dame aus? Gibt's da noch was zu retten? Sieht anscheinend nicht so aus. Okay. Dann rufen wir die Gerichtsmedizin. Da kommt sie auch schon. Ja, wir haben die Straßen gesperrt. Das verstehe ich nicht. Wieso kommen sie hier durch? Na egal, dann müssen sie eben warten. Gut, die parken wieder wie immer vorteilhaft mitten auf der Straße. Das finde ich klasse. Sagen sie jetzt... Okay, sind doch nicht so blöd um hier rüber. Okay. Ja. Okay, ich würde sagen, wir können den nächsten Einsatz annehmen. Die Kollegen haben ja alles unter Kontrolle. Okay, der verrückte Fahrer hier ist unser Verdächtiger. So. Den müssen wir mal anhalten. Okay. Ich würde sagen, dem tun wir mal die Reifen zerschießen, wenn er nicht hören will. Okay, sehr schön. Alles klar. So, dann müssen wir mal hinterher. Der macht aber hier auch Kurven, ne? Den halten wir jetzt mal an. Okay. WTF! Was? Okay, 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 okay. Leben die Herrschaft noch? Hände hoch! Schön auf den Boden legen. So. Die nehmen wir mit. Und wir brauchen einen Transporter. Genauso wie ein Abschleppwagen. Wir nehmen mal einen mittleren. Oh Gott, Alter, der hat sich ja komplett überschlagen. Aber die wollen auch nicht hören, ne? Wir haben den zu denen gesprochen. So, da kommt schon der Abschlepper. Oh, da können sie das Auto mitnehmen. So, wo sind unsere Kollegen? Der Transporter ist noch nicht da, aber ich habe mal vorteilhaft gepackt. Ich bin nicht mitten auf der Straße stehen geblieben. So, ich würde sagen, die tun wir einfach mal. Die nehmen wir mal von der Straße runter. Und die Kollegen haben uns wohl nicht gehört. So. So, den Herrn habe ich erst bei meinem Auto deponiert. Und sehen Sie, da drüben sind die Kollegen, okay. Dann können wir ja immer hier rüberkommen, bitte. Was machen die denn da? Also, beim mindestens 60-70% meiner Kollegen würde ich sagen, die sollten nochmal einen Führerschein neu machen. Ach, hallo, ich stehe hier unten, wo wollen Sie hin? Ja, schön, dass sie auch mal angekommen sind, ne? Am besten packen sie jetzt auch auf der Straße. Sehr gut. Und dann nehmen sie den Herrn mal bitte mit. So.
Die tun mit dem Herrn mitfahren. Ja, sie können meine Tür zumachen und auch wieder aufmachen. Dankeschön. So, okay. Dann tut der Herr erstmal. Alles klar. Was? Ein Explodieren? Ah, da, ach Gott, oh Gott, oh Gott. Wir rufen sofort eine Feuerunit. Nein, fahren Sie da nicht durch. Okay, wir lassen die Straße erstmal sperren, damit hier kein Auto ankommt, falls das explodiert. Okay, das. Die Feuerwehr ist da. Die kümmern sich drum. Ich tue den Brandverursacher schnappen. Alles klar. So, okay. Transporter können sich die Kollegen drum kümmern. Wir müssen erstmal. Okay, wir müssen jetzt mal eine Luftunterstützung holen. Vielleicht findet der Helikopter die Person noch, aber so wie es aussieht. Ja, sind sie abgehauen, ne? Aber das Feuer konnten wir wenigstens löschen. Na gut, sollten die nochmal irgendwo einen Brand verursachen, bekommen wir das ja mit. Okay, wir haben hier Mord direkt reinbekommen. Alles klar. Dort fahren wir erstmal mit Code 3 hin. So, einmal Platz machen, bitte. Danke. Ich habe neue Sachen hinzugefügt und alte Sachen weggepackt, aber das, was weg ist, werdet ihr eh wahrscheinlich nie gesehen haben in den Folgen. Und was Neues, das könnt ihr mit mir zusammen erkunden. Ich habe mich da schon mal ein bisschen, ja, kundig gemacht. Und wir sind auch schon gleich vor Ort. So. Links soll das Ganze direkt sein. Da ist es auch schon. Okay. Wir müssen gleich einmal den Detective fragen, was hier los ist. So. Dann steigen wir einfach mal aus. Und, okay, dort liegt das Opfer. Dort ist wahrscheinlich einer von der Gerichtsmedizin. Alles klar. Okay, ist eine Frau. Gut. Guten Tag, Sir. Wie kann ich Ihnen helfen? Sie können die Zeugen befragen. Ah, alles klar. Okay, wer ist denn hier alles Zeuge? Informier mich, wenn du fertig bist. Okay, so, dort hinten. Okay. Dann werden wir jetzt erstmal drei Zeugen befragen. Die Kollegen nehmen hier auch schon gerade alles auf. So, guten Tag. Haben Sie gesehen, was hier passiert ist? Ja, ich sah eine Lady, also eine Frau, und jemand anderes hat auf sie geschossen. Es war ziemlich verrückt und der andere hatte ein Messer. Er verließ das Auto. Oder ist mit dem Auto weggefahren. Okay, ist anscheinend ein blauer Wagen. Danke für Ihre Hilfe, Sir. Dann haben wir schon mal einen blauen Wagen. Okay, da sehen wir schon mal einen neuen Einsatzwagen. Genau, Sie dürfen schon mal gehen. Ihre Aussage haben wir. Okay, das sind die wahrscheinlich die von der Einsatzleitung. So, ach, hier vorne steht noch einer. Sehr schön. Dann tun wir den auch gleich nochmal befragen. Guten Tag, haben Sie gesehen? Oder guten Abend, haben Sie gesehen, was hier passiert ist? Nein, Sir, ich denke, ich bin blind heute. Ah, alles klar, wahrscheinlich sind Sie blind, ne? Okay, warum geht der da jetzt? Warum geht der jetzt direkt am Opfer vorbei? Okay. So, hier unten beim Officer steht noch jemand. So, guten Tag oder guten Abend, Sir. Haben Sie gesehen, was hier passiert ist? Nein, aber ich habe einen blauen Primo gesehen. Er hat mich fast überfahren. Och Gott, oh Gott. Haben Sie das Kennzeichen gesehen? Ja, okay. 83 JKW177. Danke für Ihre Hilfe. Das hilft uns wirklich sehr. So, dann können wir jetzt anhand sehen, okay, North Sheldon Ave. Dort ist das Auto registriert. So, wir reden noch mal kurz mit dem Sir hier. So. Ja, also, die Herren und Frauen haben hier alles gesehen. Oder zumindest zwei. Wir haben die Kfz-Nummer, wir haben auch schon die Adresse. Dort würde ich dann gleich direkt einfach mal hinfahren. Genau. So, dann, ja, dann verabschiede ich mich schon mal. Und dann würde ich sagen, tun wir auch schon mal
zur besagten Adresse fahren. Dort müsste sich der Mörder oder der Winston, der Fahrzeughalter, ja aufhalten. Der kann uns wahrscheinlich Infos geben. Und dann würde ich sagen, fahren wir jetzt erstmal zum Haus. Ich bin nun fast an der Adresse angekommen. Ich habe schon mal unsere Sirene abgestellt, damit die Herrschaft natürlich nicht wissen, dass wir gleich vor deren Haustür stehen. Gut, 100 Meter sind es noch. Auf der linken Seite haben wir das Haus gleich. Wir suchen nach einer weiblichen Person. Oh, danke, dass sie mir erstmal reinfahren wollen. Okay, uns wird da schon was angezeigt. Da werden wir gleich erstmal schön hier parken. Der Helikopter ist immer noch bei uns, sehr schön. So, dann werden wir gleich mal mit gezuckter Schusswaffe oder eher gesagt mit einem Elektroschocker wird wahrscheinlich reichen. Da mal vorgehen. So. Guten Tag, Monsieur. Oder Madame. So, schön auf dem Boden. Lame ass. Dann können wir sie auch schon mitnehmen. Und ihren Anwalt kriegen sie natürlich auch. Gut, dann würde ich sagen, rufen wir für die Dame erstmal einen Transporter. Sehr schön, ich würde sagen, dann können wir die Dame einfach mal mitnehmen zur Straße. Obwohl, ach, da kommen schon die Kollegen. Dann machen die das am besten schon gleich. So, der Helikopter kann jetzt auch eigentlich mal so langsam verschwinden. So, ja, sie können schon hier parken. Wir müssen nicht erstmal die ganze Straße wie sonst immer runterfahren. Sehr schön. Okay. Noch ein Mord. Okay. Ich würde sagen, da kann sich diesmal jemand anderes drum kümmern. Ein Einsatz machen wir für heute noch. Der nächste Einsatz findet an einer Bank statt. So, wir müssen natürlich hier auch schön Blinker setzen. Raudis wie unsere sonstigen Kollegen sind wir natürlich nicht. So, hier ist schon mal die Bank. Da parken wir dann gleich mal direkt davor. Okay, hier schon mal der Wachmann. Der hat uns wahrscheinlich gerufen. So, hier hinten im weiteren Raum. Steht, soll hier jemand sein? Ich sehe hier niemanden. Oben kann er ja auch nicht sein. Okay. Ach, wir müssen wahrscheinlich erstmal checken, ob hier überhaupt einer ist. Anscheinend nicht. Oh Gott! Was war das? Das war doch locker eine Explosion. Aber ich glaube, die kam von draußen. Wir gehen trotzdem mal mit gezückter Handwaffe vor. Ich bin mir nicht sicher. Hier ist auch niemand drinne. Hier scheint niemand zu sein, aber der erste Blick täuscht meistens. So. Hier scheint auch niemand zu sein. Okay. Okay, hier scheint niemand in der Bank zu sein, aber wir werden gleich trotzdem mal draußen nachsehen. Okay. Ich habe doch eine Explosion gehört. Ist aber nichts. Alles klar, dann würde ich sagen, können wir den Einsatz direkt einfach mal beenden. Moment mal. Der Helikopter. Was ist denn das denn hier? Wir brauchen doch mal einen Abschleppwagen. Okay, und der Abschleppwagen ist wahrscheinlich nicht dafür verantwortlich. Warum? Hä? Wie? Warum? Warum? Das verstehe ich jetzt nicht, warum unsere Kollegen hier runtergefallen sind. Oh Gott, da ist noch jemand drin. Backup needed in downtown Vinewood. Die Tür ist so so kaputt. So, da müssen Gerichtsmediziner mal ran. Okay, hier scheint nur ein Pilot zu sein. Besser einer als mehrere Personen. So,
Sie haben ihre Motorhaube wieder wunderschön Schrott bekommen und parken wieder super. Erstmal hier vor. Ruhe, vielleicht. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Den schnappen wir uns, den schnappen wir uns, den schnappen wir uns. Sowas von. Okay, er wurde bei einer Explosion gekillt. Ja. Okay, wo wird er uns hier auf der. Den holen wir uns sowas von. Die hätten fast unsere Gerichtsmediziner umgebracht. Den schnappen wir uns. Was ist denn das für ein Rowdy? Und dann noch direkt vor der Polizei. Na, das ist ja der Hellsten wieder am Tageslicht. Finden wir den hier noch? So wie der gerast hat, könnte schon ein paar Straßen weiter sein. Scheint er nicht mehr zu sein. Oh doch. Ist das der nicht hier? Ich bin mir gar nicht sicher, aber der scheint. Ne, der rast ja nicht. Okay, anscheinend ist er hier. Okay, der ist über alle Berge. Alles klar, ja, schön. Okay, dann haben wir den die Stellen nicht schnappen können. Aber ich würde sagen, das war's von der heutigen Folge von GTA 5. LSPDFA. Wenn sie euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da und gerne ein Abo da lassen. Und natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr keine weitere Folge von LSPDFA verpasst. Montags, Mittwochs, Freitags, 15 Uhr gibt es hier auf dem Kanal ein Video. Wir sehen uns. Haut rein und ciao, Leute.